Hallo, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist. Der Sommerbeginn steht kurz bevor und viele verbinden den Sommer ja mit Urlaub, Freizeit, sich erholen, sich entspannen, sich was Gutes tun. Und da habe ich mir gedacht, dass das Hintergrundbild, der Blick auf den Bodensee, da ganz gut passt. Ich bin ja sehr gern am Wasser und ich verbinde auch das Wasser so mit Erholung und Entspannung. Und wenn ich so am Bodensee bin oder einen Blick auf den Bodensee habe, dann ja, weckt das in mir auch so Urlaubsgefühle und ja, macht mir einfach ein gutes Gefühl. Und das möchte ich heute transportieren mit diesem Hintergrundbild. Vielleicht schenkt uns ja auch die geistige Welt im kommenden Monat im Sommer ein bisschen Erholungsphase. Das werden wir gleich hören. Und ich habe nicht viel Infos bekommen heute zum heutigen Infos, also ich lasse mich einfach überraschen, wer da ist und was für eine Botschaft wir bekommen. Also wenn ich da vorab ein bisschen rein fühle, dann bekomme ich den Monat Juli schon etwas, ja, entspannter wieder, die ganze globale Situation wieder ein bisschen entspannter. Wobei ich auch höre, das ist nicht zu verwechseln mit, also mit Ruhephase ist nicht zu verwechseln mit Stillstand. Also es ist wichtig, in der Ruhephase eben Kraft aufzubauen, um dann den nächsten Schritt wieder zielsicher gehen zu können. Ja, das bekomme ich jetzt so rein. Okay. Ja, dann höre ich einfach, wer für mich heute da ist und höre mal kurz rein. Also ich höre mal Mutter Maria, Erzengel Michael und Erzengel Haniel. Ja, die drei sind heute für mich da. Scheinbar ist Erzengel Haniel jetzt auch ein Begleiter von mir durch diese Zeit. Er ist mir noch nicht so ganz vertraut. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, für was er genau steht. Ich muss das noch ein bisschen analysieren oder ein bisschen mehr in mich gehen. Okay, also ich höre jetzt, er steht vor allem auch für die Freiheit, also das Freisein von Anhaftungen, von Ego, von Verstrickungen, die uns eben nicht gut tut. Das höre ich gerade, das ist so sein Hauptthema. Ja, und ich höre, er möchte auch beginnen mit der Botschaft heute. Und ja, ich höre, was er mir zu sagen hat und das, was ich eben an euch weitergeben darf. Der Friede beginnt in euch. Der Friede beginnt da, wo euer Geist zur Ruhe kommt, wo ihr euch entspannt, wo ihr alles loslässt, was euch ansonsten so beschwert, was euren Geist belastet, was euren Körper beschwert. Wenn all das von euch geht, dann kommt Ruhe in euren Geist, dann kommt Frieden in euren Geist. Dann fühlt ihr euch geborgen und bei euch zu Hause angekommen. Und deswegen sind diese Phasen der Erholung und der Ruhe auch sehr wichtig. Sie bringen euch ins Sein, ins Hier und Jetzt. Ihr könnt eure Gedanken schweifen lassen, beziehungsweise auch mal eine kurze Zeit frei werden von Gedanken. Einfach mal das Sein spüren, euren Körper wahrnehmen, in den Moment eintauchen, die Natur beobachten, dem Wasser zuschauen, wie die Wellen sich bilden und wieder vergehen. Eben den Kreislauf des Lebens beobachten, der in jedem Moment dieses Werden und Vergehen symbolisiert.
Es ist nun an der Zeit, diese Phasen der Entspannung, des zu euch Kommens, des zur Ruhe Kommens, nicht mehr als unnütze Zeit zu betrachten, sondern diese einzubauen in euren Alltag, euren Strom der Gedanken zu durchbrechen durch kurze Phasen der Stille, der Ruhe, der Besinnung, um wieder zurückzukommen zum Wesentlichen, wieder zu erkennen, warum ihr hier seid und was ihr jeden einzelnen Tag tun könnt, damit ihr näher ins Erwachen, in diese Einheit kommt. Ich höre jetzt gerade so den Satz vor der Bergpredigt: Die Vögel des Himmels, sie säen nicht, sie ernten nicht, und doch werden sie ernährt. Ich weiß das nicht ganz genau, wie der Satz geht, aber so im Sinn ist es in etwa so. Und genau diese Einstellung, sagt Erzengel Haniel, sollt ihr wieder verinnerlichen. All euer Tun, all euer Denken, all euer Streben wird euch nicht dahin bringen, wonach euer Herz sich sehnt, in die Fülle, in die Liebe, ins Sein. Nur das, was hinter eurem Denken, hinter eurem Streben steht, das kann euch dahin bringen. Dieses höhere Bewusstsein, aus dem alles gespeist wird. Ohne dieses hättet ihr kein Leben. Und ich möchte euch heute daran erinnern, dass das wichtiger ist als das vordergründige Tun, das vordergründige Erreichen eines Zieles. Es ist wichtiger, die Energie dahinter, wie das vordergründige Erreichen. Ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, eure Ziele zu erreichen. Es ist wichtig für euch, Ziele zu haben. Doch diese Ziele sollten nicht den Moment verdecken, verdunkeln. Ziele dürfen da sein, doch der Moment ist wichtiger. Es ist wichtiger, wie ihr euch gerade fühlt, ob ihr in der Ruhe seid, ob ihr in einer guten Energie euch befindet. Das ist wichtiger, als dass ihr schnellstmöglich ein Ziel erreicht. Ich weiß, es wird in eurer Welt das sehr hochgespielt. Es wird euch gesagt und eingeredet, dass es ganz wichtig ist, ganz schnellstmöglich eure Ego-Ziele zu erreichen. All das euer eigen zu nennen, was euch sozusagen die Freiheit bringen soll. Aber äußere Ziele werden euch nie die Freiheit bringen. Äußere Ziele lenken euch manchmal sogar davon ab, was wirkliche Freiheit bedeutet. Denn sie versprechen euch Erfüllung in der Zukunft. Doch da könnt ihr sie nicht finden. Die Erfüllung, den Frieden, könnt ihr nur im jetzigen Moment, im Sein, im Angekommensein finden. Und vieles, wovon ihr glaubt, dass es euch Erfüllung und Freiheit schenkt, lenkt euch davon ab. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder klar zu überprüfen, wo steht ihr gerade? Was ist wichtig? Was ist wesentlich? Und was lenkt euch nur davon ab?
Das war meine heutige Botschaft an euch und ich übergebe mein Wort jetzt an Mutter Maria. Ganz lieben Dank, Erzengel Haniel, für deine weisen Worte. Dankeschön. Und dann höre ich nun meine Mutter Maria rein, was sie uns heute zu sagen hat. Es ist an der Zeit, neu zu beginnen. Diesen Satz habt ihr jetzt schon öfters gehört aus unserem Munde. Und dennoch kann es nicht oft genug wiederholt werden, dass es einen Neubeginn braucht, in der Art, dass ihr eben nicht mehr so sehr auf das Außen fokussiert seid, sondern dass ihr jetzt vor allem auch diese Sommerzeit dazu nützt, wieder ein bisschen nach innen zu blicken, alles ein bisschen Revue passieren zu lassen, nicht alles so wichtig zu nehmen, sondern einfach auch mal loszulassen, zu entspannen, den Geist frei zu lassen. Eure Konzentration auf euch selbst zu richten, auf das, was um euch geschieht, auf das Leben, das ihr nur im Moment wahrnehmen könnt. Ihr könnt das Leben nicht spüren, wenn ihr den Blick in die Zukunft gerichtet habt, wenn ihr den Blick zu sehr darauf gerichtet habt, was ihr alles erreichen möchtet, was ihr alles braucht, damit es euch gut geht. Eigentlich habt ihr ja schon alles, was ihr braucht, damit es euch gut geht. Und es geht darum, das wieder zu erkennen. Zu erkennen, dass wenn ihr wirklich angekommen seid in euch selbst, wenn ihr euch fühlt, wenn ihr euren Körper wahrnehmt, dass eigentlich gar nichts fehlt. Es fehlt euch gar nichts zum Glücklichsein. Es ist alles schon da. Und ich möchte euch ans Herz legen, diese Sommerzeit dafür zu benutzen, euch wieder mal eurem inneren Kind zuzuwenden, es zu fragen, was ihm gut tut, was es gern machen möchte, was ihm hilft, fröhlich zu sein und diesem dann auch zu folgen und es umzusetzen, um die Freude wieder zu spüren, die aus dem Einfachsein kommt, aus dem Frieden mit sich selbst und allem, was ist. Das war meine Botschaft an euch. Dankeschön, Mutter Maria, für diese schöne Botschaft. Ja, jetzt ist Erzengel Michael an der Reihe und ich höre nun bei ihm rein, was er für euch nun heute zu sagen hat. Ich, Erzengel Michael, bin heute nochmal für euch da, um euch zu unterstützen, all das loszulassen, was euch noch hindert, in euer Sein zu kommen, in eure Liebe zu kommen, den Moment wahrzunehmen und zu erkennen, dass das Leben nur im Hier und Jetzt stattfindet. Ich bin da für euch, jetzt im Sommer, vor allem noch im Juni und im Juli. Diese letzten Bänder, die euch noch in alten Verstrickungen, Mustern, Gedankenschleifen festhalten, zu lösen. Ihr könnt mich rufen, wenn ihr meine Hilfe braucht. Es ist wichtig für euch nun zu verstehen, dass dieses Jahr, vor allem jetzt der Sommer, wo ihr euch ein bisschen mehr Zeit für euch selbst gönnt, dass
ihr diese Zeit nützen sollt, eben nochmal zu reflektieren, dieses Alte, was euch behindert, was euch begrenzt, was euch beschwert, gänzlich loszulassen, damit das Neue Platz hat. Denn wisst, die Entwicklung auf dieser eurer Erde ist in vollem Gange. Sie kann nicht mehr gestoppt werden. Nein, sie wird eher noch forciert werden. Es wird noch intensiver und schneller die Energie sich verändern. Und es geht für euch darum, da mitzugehen, nicht dagegen anzukämpfen. Und wenn Herausforderungen auftauchen in eurem Leben, diese anzunehmen und nicht wegzuschauen, sondern hinzuschauen, es zu akzeptieren und anzunehmen, dass vielleicht eine Veränderung ansteht, dass dieses und jenes anders betrachtet werden darf. Dieses Jahr bekommt ihr noch viel Unterstützung von uns, eben noch mehr in euer Sein zu kommen, euch noch unabhängiger zu machen von äußeren Bedingungen. Denn wisst, schon im nächsten Jahr wird vieles im Außen nicht mehr so sein, wie ihr das in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewohnt wart. Und es ist wichtig, euren Geist darauf vorzubereiten, euch leer zu machen für das, was kommen wird, damit ihr das auch gut annehmen und da gut mitgehen könnt. Das ist wie wenn ihr im Freien steht, wenn ein Sturm tobt. Ihr könnt nichts festhalten, was euch beschwert. Es ist wichtig, dass ihr dann mit dem Wind mitgeht, euch treiben lässt. Das geht nicht, wenn ihr irgendwo angekettet seid und schwere Sachen auf euren Schultern trägt. Das geht nur, wenn ihr leicht seid. Dann könnt ihr dem Wind folgen, dann trägt er euch mit. So könnt ihr euch das vorstellen. Der ganze Ballast, der euch schon seit so langer Zeit begleitet, ihr dürft ihn nun loslassen. Ihr dürft darauf vertrauen, dass ihr ihn nicht mehr braucht, dass es nur noch Belastung ist, dass ihr das nun endgültig gehen lassen dürft und euren Geist frei machen dürft, euch wieder leicht fühlen dürft, wie der Wind. Und ich möchte euch nochmal sagen, dass ihr nun diese Zeit, diese Sommermonate dafür nützen dürft, dieses zu tun, euch Zeit zu nehmen für euch selbst. Und wirklich zu hinterfragen, was möchte ich genauso weitermachen wie bisher und was möchte ich verändern? Was fühlt sich schwer an? Und wo öffnet sich mein Herz, wenn ich daran denke? Dann habt ihr ja schon die Antwort, was zu verändern ist oder wo ihr hingehen möchtet. Es ist ganz einfach, wenn ihr hört, was euer Gefühl dazu sagt, was es in euch macht, wenn ihr diesen und jenen Gedanken habt. Beschwert es euch, macht es euch traurig oder öffnet sich euer Herz und es kommt Leichtigkeit? Ihr könnt das ganz einfach unterscheiden. Und dann geht es eben darum, diese Herausforderung anzunehmen, sich diesem zu öffnen, wo ihr spürt, dass euer Herz euch hinführen möchte. Wo es euch ruft, was für euch bestimmt ist. Denn da, wo eure Bestimmung liegt, da ist auch euer Glück, da ist auch eure Fülle und eure Berufung. Dann könnt ihr sie gar nicht verfehlen. Doch ihr müsst die Ketten abstreifen, den Baum loslassen. Freigeben. Alles, was ihr nicht mehr braucht und euch treiben lassen, im absoluten Vertrauen, dass ihr genau dahin geführt und eben mit dem Wind geschubst wird, wo ihr hin sollt. Und wenn ihr euch treiben lasst, wenn ihr alles freilasst und freigebt,
dann wird diese Bewegung ganz einfach und in Leichtigkeit geschehen. Die Schwere entsteht nicht aus der Veränderung. Die Schwere entsteht aus der Verweigerung der Veränderung. Das macht schwer. Veränderung kann ganz leicht geschehen, wenn ihr dieses zulässt und darauf vertraut, dass nichts von euch geht, was zu euch gehört, und dass alles zu euch kommt, was zu euch gehört, wenn ihr euch dafür öffnet, wenn ihr euren Geist und euer Herz dafür öffnet. Somit schließe auch ich heute diese Botschaft nun und beende meine Worte sozusagen. Ja, danke schön, Erzengel Michael, für diese aufschlussreichen Worte und diese schöne Botschaft. Ja, ich bin wieder so ein bisschen im Channel-Modus, dann fällt es mir immer schwer, so irgendwelche klaren Gedanken zu fassen. Aber so wie ich das jetzt so alles gehört habe, noch in Erinnerung habe, dürfen wir jetzt diese Sommerzeit dafür nutzen, etwas zur Ruhe zu kommen, zu entspannen, zu reflektieren, all das hinter uns zu lassen, was uns nicht mehr gut tut, und uns zu öffnen für das Neue, das in großen Schritten auf uns zukommt. Ja, so wünsche ich euch eben einen ganz, ganz schönen Sommer, eine schöne Zeit, genießt es. Und ja, ich bekomme gerade noch die Info rein, dass ich das noch sagen soll. Es fällt mir jetzt gerade noch ein. Diejenigen, die meine Hörbücher gehört haben, vor allem das Hörbuch Seelenliebe, die wissen ja, dass Erzengel Samuel da angekündigt hat, dass es noch ein Vertiefungsvideo zu diesem, nicht Video, sondern ein Vertiefungshörbuch eben gibt zu diesem ersten Seelenliebe-Hörbuch. Und ich habe das nun schon empfangen, also dieses Channeling habe ich schon bekommen und das Hörbuch auch schon fertiggestellt. Es ist schon auf meiner Website zum Downloaden, zum Bestellen, und ja, das wollte ich euch einfach noch sagen. Es ist ganz ein besonderes Channeling von meinem Gefühl her. Es ist sehr interessant, zumindest für mich war es sehr interessant, was da noch gesagt wurde. Erzengel Samuel geht da nochmal näher auf diesen Grund, warum diese Seelenverbindungen, besonders jetzt in diesem Jahr, auch so stark im Fokus liegen. Und er geht nochmal auf diese Begriffe von Zwillings- und Dualseelen ein, was da die Gemeinsamkeiten, Unterschiede sind, wieso das so heißt, wie es heißt. Und ja, es ist ein sehr informatives Channeling, und ja, das wollte ich euch einfach noch sagen, kam gerade noch so rein, ich soll euch das noch sagen. Und ja, somit verabschiede ich mich von euch, wünsche euch allen einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Gabriele.